Das ist ein Stundenrennen, weil wir haben jetzt hier die umgekehrte Startreihenfolge. Ja, dann fange ich auch mal an. Auf Position 1 Carsten Wilhelm, auf der 2 Mirko Meier, auf der 3 Dietmar Blaskowski, auf der 4 Manuel Nemeschek, auf der 5 Ralf Mahr, auf der 6 Henning Wollert, auf der 7 Stefan Danecke, auf der 8 Peter Petikowski, auf Position 9 Frank Bauer, auf der 10 Christian Kolsche, auf 11 Michael Welle, auf der 2 haben wir den Herrn Schneider mit Vornamen, keine Ahnung. Manfred. Ah, okay. Manfred. Auf Position 13 Kai Knebel, auf der 14 Martin Fuhrmann, auf der 15 Peter Grau, auf der 16 Jörg Degenkolbe, auf der 17 Dominik Warpritz und auf der 18 Dennis Furscheim. Auf Position 20 Stefan Vukovac, auf 19 Stefan Vukovac, auf der 20 Hasso Osterkamp, auf der 21 Christian Kenklis und auf der Position 22 Dieter Himmel. Ja, haben wir fast volles Fahrerfeld. Fehlt jetzt eigentlich nur noch Marian Christel, aber der hat es wohl nicht rechtzeitig geschafft vom Rennen. War mal kurz da. Er war kurz da. Zum Christian Kolsche kann man noch kurz sagen, das ist der Ersatzfahrer beim BMW-Team, bei M-Power. Macht ja eigentlich einen guten Job, aber er hatte nicht so viel Zeit jetzt noch zu trainieren. Er setzt der ist eigentlich Thomas da am Sutter. Platz. Ah, Sutter, genau. Genau. Und verkauft auf jeden Fall ganz gut hier. Der Sutter ist ja nicht sogar auch ein aktiver Rennfahrer, da war doch irgendwas. Da kann ich mal kurz nachschauen, ob ich da irgendwie eine Info habe. Wir hatten mal einen Schweizer da, ich glaube, das war der sogar. Also zumindest letzte Saison. Ja, es wird jetzt wirklich interessant werden, weil wir da hinten wirklich ein starkes Feld haben. Da mit Dennis, Jörg, Dominik, Peter und so weiter. Die befinden sich jetzt ja alle im hinteren Feld. Jetzt geht's nachher erstmal in die Formation Lab. Dennis hat sich jetzt auch auf Platz 18 angefunden. Wichtig ist auch schon hier in der Formation Lab gleich mal ein bisschen Gummi zu legen. Beim Wegfahren. Ja, sie nennen das übliche Zickzackfahren. Ja, Michael Welle die in Reifen. Ne, Hasso Osterkamp war das. Hasso Osterkamp hat auch gerade mal seine Bremsen schön getestet. Ebenso ist zu wünschen, dass diesmal der Computer mitmacht. Ja. Auch eine sehr schöne Lackierung, muss ich ehrlich sagen. Allgemein die Chaos Racing Lackierungen die letzten paar Jahre waren auch immer sehr ansehnlich. Ja, sie setzen auf jeden Fall auf Auffälligkeit. Aber auch beim Team nur um Dennis Hülfheim muss man ja auch sagen. Ja, wollte ich sagen, das Team hat dieses Jahr noch übertroffen. Da fehlt ja nur noch Hello Kitty drauf. eine rosa Lackierung ja, ist wirklich einmalig. Ja schon länger nicht mehr in der Art. Aber auch mal nett anzuschauen, nicht nur alles nur diesen schwarz, weiß, lustig, einfachen Standardfarben. Haben also auch nicht nur gute Vögel hier, sondern auch gute Autos. Ja, Dennis Hülfheim macht auch hier schöne Lenkbewegungen, um die Reifen auf Temperatur zu halten. Man sieht, das ganze Feld fädelt sich hier auf und wenn seine Reifen warm. Man sieht auch im Auto Dennis Hülfheim seine Helmlackierung. Meines Wissens auch seine Originallackierung aus dem echten Motorsport. Genau, die hat er immer dabei. Sein persönlicher Glücksbringer. Genau, ein Alismann kann man dazu sagen. Ja, Vorsicht, dass er genau dann den Dominik Warwitz, das wird beim Startwerk ja sehr interessant werden. Und Degenkolbe ist ja auch dabei, also das war das Feld, das ja gar vorhin hintereinander ins Ziel gekommen ist, halt nur jetzt eine umgekehrte Reihenfolge. Also das ja, ist natürlich,
starte natürlich nicht von ganz hinten. Ganz hinten gibt es noch ein paar Ausgefallene. Der hast du halt noch, unter anderem, und der Dieter Himmel. Aber es ist nicht einfach. Ich sag mal, ich habe gerade vorhin gesehen, im Sprintrennen, da hinten ging es wirklich eng zu, im hinteren Feld. Sind die Gemüter sind da ordentlich erhitzt, und auch so manche Fahrer, die dann immer sagen, hey, hier kommt dann wirklich die Elite von hinten, denen mache ich mal schön Platz, sondern die werden auch kämpfen. Ja, dann sich den Weg durchzubahnen, ohne dass das Fahrzeug mit Leidenschaft gezogen wird, das wird nicht so einfach sein. Also da ist dann wirklich kühler Kopf gefragt. Ja, interessant wird da hinten Peter Grau gegen Dominik Wabritz. Das kennen wir schon aus der GRL, da hat es auch in Kurve 1 mal kurz gescheppert. Und da sind auch gute Freunde beieinander, Martin Fuhrmann und Peter Grau. Die sind da auch noch. Die kennen sich auch echt gut. Die kennen den anderen sehr gut, die er fährt, und fahren dementsprechend auch miteinander bzw. gegeneinander. Also ich kann schon jetzt schon sagen, wir werden uns schwer tun, uns auf einen Punkt zu konzentrieren. Ich weiß nicht, Jörg, auf welchem Platz bist du jetzt, dass ich da mal so einen Anhalt. Also ich bin auf der 1. Das Problem ist, ich kann auch, glaube ich, jetzt nicht auf die Kamera wechseln. In Kurve 1 direkt. Nee, das fällt auch von vorne. Also ich sehe es von vorne. Ja. Aber ich kann auch mal versuchen, in Kurve 1 oben hinzugehen, dann darf der Roland aber die Maus nicht bewegen. Naja, also, ich bewege. Gut. Dann versuche ich das gleich mal nach dem Start, wenn nicht, scheint es komplett zu sein. Alle in der Startaufstellung. Bitte auf die Ampel danach hochschalten. So. Halt mal gleich mal zu einem Pullheimer hin. Ja. Die Ampel schaltet durch. Bin jetzt im Cockpit beim Dennis. Der war schon bei 5000 Umdrehungen im Kopf. Relativ gut weg. Oh, das fängt sich ziemlich auf. Wird eng, aber hat die erste Kurve mal gut passiert. Da sind auch ein paar von abseits von der Strecke, aber es ging ziemlich gesittet zu. Es kommt aber noch ein paar harte Ecken. Mal mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist. Aber Dennis hat sie schon auf 10. Dennis schon auf 10. Da gibt es einen harten Kampf. Fuhrmann, Petri Kospi und Degenkolbe. Oh, da dreht sich einer weg. Porsche, aber es kam nicht zu einer großen Berührung. Aber ein harter Kampf. Oh, da ist irgendjemand da ziemlich hart in die Kurve eingefahren. Harter Kampf um Platz 9, Dennis Würheim, wenn man einschalten kann. Der ist schon am Petri Kospi auf der Lage ab. Ja, würde ich sich gleich jetzt schon austauschen. Jetzt kriegt er aber noch einen Schatten. Das ist halt nur so, es ist ja eigentlich Petri Koski auf der besten Linie. Oh, und spät auf der Bremse, aber hat er noch eine Aktivität, ne? Sie sagen, fährt sehr gut. Ist auch direkt am Gegenstand. Dämpft auf der Bremse, logischerweise keine stehenden Räder gehabt. Im Hintergrund hat man BMW gesehen, der etwas auf zwei Rädern gefahren ist. Das war Degenkolbe. Degenkolbe ist ja weiter hinten. Das da vorne ist der Christian Ersatzfahrer, jetzt da. Ich habe gedacht, das sei der Degenkolbe, ich habe den Namen nicht gesehen, ich sehe sie auch. Er ist direkt am Ferrari ran, kämpft sich da. Ja, das ist ein Messer zwischen den Zehen vorbei. Ja, schiebt jetzt an Petri Kowski vorbei, hier. Wabitz folgt sofort. Jetzt! Oh, und da knallt's. Oh, Dominiks Auto ist auf jeden Fall noch unter Fett vorne. Pelle ist jetzt vorbei, und die Motorhaube geht. Petri Kowski hat sich verbremst. Gelb, überall gelb. Natürlich dann gleich Platz gewinnen für der Hassel. Peter Grau zieht den Ball vorbei. Dominik muss da hinten nach hinten. Oh, Dominik kontrolliert auch nur den, ich gefällt den Boxen einfach. Ach, das sehr, sehr knapp da. Hat er wirklich Pferdatz gemacht, aber hat dann wohl den Däniken nicht gesehen. Ja, Däniken fährt auch weiter, scheint auch keine weiteren Probleme zu haben. Ja, wenn die Fahrer nach Diskussionsbedarf haben. Dominik macht jetzt leider auf Platz 22. Auf Platz 21 auch jetzt die Box Ralf Mahr. Da scheint auch was Unplanmäßiges passiert zu sein. Wuko Watz auch in der Box. Die beiden BMWs nehmen den Dennis jetzt in die Zange. Christian Kolsche den Das ist eine Situation. Ralf Mahr und Blaskowski, beide in der Box, beide fehlen vorne in der Splitter, wie es aussieht. Und da haben wir jetzt Henning Woller gegen Martin Fuhrmann. Ja, und wir haben wieder Hasso hier. Was ist denn jetzt? Nein. Hasso, was ist denn jetzt passiert? Oh, wir sind am gleichen. Rechner wieder eingegeben. Der Faktor funktioniert nicht mehr.
Keine Ahnung, wo es dran liegt. Ich vermute ganz schwer, dass einige Leute nicht gesetzt haben. Und tja, dann hat man möglich. Kolsch, oh, Burheim und Kolsch, oh, das ist Platz 6. Harter Kampf, ja. Und geht außen an Kolsch vorbei. Er hat es geschafft, ja, konnte sich aus dem BMW-Sandwich jetzt befreien und jetzt. Aber den Kolsch macht jetzt kräftig Druck auf seinen eigenen Teamkollegen. Ja, mal sehen, ob der jetzt Platz machen wird. Wenn die sich im Punkt verständigen, wird er jetzt wahrscheinlich sagen, Junge, ich bin schneller. Das wollte ich gerade sagen, genau, und das passiert auch. Na, ist vorbei. Ja, und jetzt kommt der Nemetschek in Porsche. Der hat ein ziemlich niedriges Auto. Wir werden sehen, wenn wir jetzt dem hinterher folgen, gerade auch auf dem Fulheim, wenn wir Fulheim sind, der Porsche liegt. Der Porsche liegt die Strecke aber bis auf den letzten Zentimeter aus und ist auch weit aus. Ist aber fair. Ist fair, also hat dann nämlich fair Platz gemacht. Hat da jetzt sich nicht hinreißen lassen, da irgendwie was Unüberlegtes zu machen. Legen Kolbe bleibt aber mit dran. Martin Fuhrmann fährt direkt mal die schnellste Runde. Der stürmt richtig nach vorne. Man sieht aber auf jeden Fall einiges gut machen mit unserem ersten Rennen, dass er etwas leider nicht so gut abschließen konnte. Auch der Henning Wollers verkauft sich gut. Also das muss ich sagen, auch der Audi scheint jetzt besser zu liegen. Henning Wollert hat ja auch etwas Pech im ersten Rennen. Der Jörg Denkolbe bleibt immer hinter Dennis. Er ist jetzt auch am Porsche. Oh, jetzt dreht der Porsche. Eins muss man sagen, Carsten Wilhelm hat jetzt auch seinen Rhythmus gefunden. Nach einem total verkorksten Sprintrennen fährt er hier wirklich ein sauberes Rennen bisher. Bleibt auch innerhalb der Streckenbegrenzungen, so wie ich das sehe. Auto hat er mit irgendwas noch gefunden, was das Auto fest zum Laufen brachte. Da haben wir jetzt versucht, das Feld jetzt hinten aufzurollen. Hat knapp eine schöne Stoppe hier mit dem Mirko Meier und dahinter der Alpina BMW, der Kai Knebel, der im ersten Runde schon für Aufruhr gesorgt hat. Jetzt schauen wir mal. Geht dann neben dem Lamborghini. Ich habe gerade auch über Funk erfahren, Blaskowski hat eine Stop & Go bekommen. Warum, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber der fährt gerade in die Box, um diese Strafe abzusetzen. Ja, weil er auch an der Box. Ja. War wohl auch wieder was, also für den läuft es Wochenende auch überhaupt nicht. Der ist eigentlich mitunter als Favorit in die Saison gestartet. Ja, es ist ein Chaos-Wochenende. War es in dieses Wort. Ja, das passt leider zum Teamnamen. Ja, hast du bei dir. Hat es einen harten Kampfesfeld auch zwischen Himmel und Petrikowski, Knebisch, ja. Oh, wirkt das Auto noch ab? Nein, kriegt das Auto mal wieder laufen. Hat das Auto wieder Fahrtlicht gebracht? Also dein Wochenende ja leider zu vergessen. Wie sind so Michaels Aussichten? Habt ihr jetzt noch ein bisschen was machen können jetzt zwischen den beiden Rennen? Ob sie was testen können? Wie stehen Michaels Chancen? Ja, wie stehen Michaels Chancen? Ich mein, im Moment ist er auf P17. Das letzte, was ich von ihm gehört habe, war so auch, mein Auto ist kaputt und keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Berührungen gehabt, die er vielleicht gar nicht so mitbekommen hat. Ich habe keine Ahnung, also schauen wir mal. Der von Huku war zwar auch in der Box, also da gab es einige Reparaturstops und bei einem Team rund um Blaskowski und Ralf Mahr läuft es auch überhaupt nicht. Ich fällt immer wieder auf, dass einige Fahrzeuge extrem niedrig angestimmt sind. Also mir Peter Kral greift an, den Christian Kutscher und geht auch vorbei. Ja, sieht richtig leicht aus, also wie auch schon erst, wenn der Peter hier einen ziemlich guten Top spielt. Das sieht auch wie er da gleich bei der 3. Oh, wer hat sich denn? Ich glaube, der Mirko Meier hat sich da gerade gedreht, glaube ich. Ja. Und der ist auch wieder langsamer Fahrt, kommt da wieder in Schwung. Ja, sieht gut aus. Das Auto scheint auch noch ganz zu sein. Bursche versucht mitzuhalten, gibt alles. Man sieht auch, die vorne schön die Bremsscheiben fliehen, also das heißt, die Bremsbar raus bei ihm extrem weit nach vorne. Weil die hinteren blühen überhaupt nicht. Blühen immer noch. Gehen wir gerade ein bisschen durchs Feld bei Kai Knebel auf Platz 15. Schauen wir uns das mal an. Ja. Dieter Himmel war an der Box anscheinend. Auf Platz 16. Ja, Welle. 9 Sekunden. Hier Welle auf 17. Also trotz des Boxenstopps von Dieter kam ich ja dann nicht ran. Dominik hat hier gerade den Reifen überholt, was ich gesehen habe. Ja, die neuen Splitter gekriegt, aber Motorhaube haben sie. 6 Kühlung haben sie wahrscheinlich gleich mal abgelassen. Also kann er schön voll attackieren jetzt.
Oh, wir haben ihn jetzt. Blaskowski gegen Stefan Vukovac, da geht's um Platz 20. Ja, der Blaskowski muss sagen, der hat auch, man kommt das Wochenende bisher, der hat jetzt auch eine Stopp-and-Go gehabt. Es sind auch beide Ferraris, unsere Rennen gegen die Boxen für Schädigungen. Also da läuft es eine Gnade auch überhaupt nicht. Stefan Vukovac hängt jetzt natürlich hinten dran. Aber auch wieder schön zu sehen, ist auch so, wenn es jetzt irgendwo hinter der Plätze sind, wird auch beinhart gefaltet. Also die schenken sich nicht, egal welche Position. Ah, er meldet sich, er neigt sich im Rückspiegel, Stefan. Ah, jetzt auf der besseren Linie. Ja, aber der Ferrari kommt in die Ecke. Jetzt hat der Ferrari wieder eigentlich, oh, doch nicht, hat einen Fehler gemacht, da hätte er innen bleiben müssen. Ja, Räder, aber er schafft nicht. Wenn er innen geblieben wäre, hätte Stefan nicht den Platz gehabt und kommt dann. Hätte er nicht nach hinten ziehen können. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich nicht folgen können. Stefan wird sein Tempo wieder finden. Wir haben hier Schneider gegen Kenkwies. Okay, halte ich mal durch. Schneider hat ihn gerade überholt. Gegenangriff nicht erfolgreich. Gerade nochmal so gut gegangen. Wenn man hier mal diese Größenverhältnisse sieht, also im Vergleich zum BMW, also da hängt es fährt ja den Ford GT und man sieht einfach, der Ford GT ist halt ziemlich breit, niedrig und lang vom Radstand. Das scheint hier nicht ganz ein Vorteil zu sein, auch wenn jetzt Carsten Wilhelm Iconi eine Runde nach der anderen dreht, aber der schnellste ist er nicht. Schnell ist momentan Dennis Durchheim mit der schnellsten Runde von 1,54,05. Also der Carsten Wilhelm scheint auch noch Probleme zu haben, weil der ist jetzt, das war mal wieder 1,5 Sekunden, die er hier auf den Martin Fuhrmann verloren hat, der jetzt auf 2 Sekunden hat. Ich muss auch wirklich, wenn ich das kurz erwähnen darf, auch einen Henning Hollert loben, der fährt schön mit Martin Fuhrmann mit, der lässt sich da wirklich mitziehen. Also er ist jetzt schon sogar 2/10 schneller gefahren, sie waren alle schneller als der Dennis Fuhrmann. Der liegt also extrem gut, also der Audi jetzt, ja. Der hat wirklich im ersten Rennen das Phänomen gehabt, auf der Hinterachse extrem zu rutschen, speziell jetzt halt beim Henning. Oh. Und der Manfred Schneider versucht sich jetzt gleich am Christian Kohlsche. Okay. Sich da sehr stark ran. Auf guter Position. Kommt sehr gut raus. Jetzt ist er dran. Das ist wichtig, aber beim Ausbeschleunigen, da steht irgendwie ein Rad ewig beim Ausbeschleunigen oder ein Rad von dem Differential wahrscheinlich etwas falsch gewählt. Aber es reicht. Oh, ob die Frage ist, intelligent rechts aus, da hätte er vielleicht eher nach links ziehen müssen. Obwohl, ja, aber kommt er auf der Bremse. Das war das Differential. Aber er hat noch so abgefangen. Davor versucht jetzt der Kenkwies, wie er dranhängt. Ja, und jetzt kommt der BMW auch nochmal von hinten angeflogen. Erinnert schon so ein bisschen an das NASCAR Draft fahren, das Tandem Draft. Genau. Was sehr gefährlich auch ist, das Double Draft. Ja. Aber man sieht, dass der gerade der Schneider ein bisschen Probleme im Differential hatte. Also beim Rausbeschleunigen kam er zwar gut weg, aber er hatte auf der Fahrerseite, also links hinten, durchdrehende Räder, extrem lange, durchdrehendes Rad. Und beim Anbremsen kam er es auch so vor, als ob das ein Differentialproblem war. Weil er war im Anbremsbereich ruhig und dann, wo er die Bremse gelöst hat und wieder beschleunigen wollte, hat das Auto auf einmal extrem rübergezogen. Das kann sein, dass die Motorbremse zu hoch stehen hat. Das ist auch gut möglich. Und einfach am Antriebsstand im Setting nicht ganz so gepasst hat. Und aber gerade wieder natürlich eine starke Kampfgruppe. Ja. Jetzt wird es richtig interessant. Jetzt im ersten Sektor ist es normalerweise nicht ganz so intelligent, sich nach vorne zu setzen. Das ist auch in der Formel 1 so gewesen, weil dann kommen zwei lange Geraden. Da muss man gut taktieren. Der BMW hier ganz vorne, der Christian Kohlsche, der hat auf jeden Fall einen guten Topspeed. Aber er ist auch der Schneider hinten, der wird sich jetzt wahrscheinlich den Kenkwies wieder zurechtlegen. Man merkt auch, Kenkwies fährt die letzte Rille, hat ziemlich viel stehende Räder, versucht spät zu bremsen, versucht jetzt dran zu sein. Und das macht er ganz gut. Jetzt muss er wirklich nicht den Fehler machen, wie es der Schneider gerade vorhin gemacht hat. Er muss jetzt wirklich dann am Schluss. Ja, das macht aber der Kursche macht es fein. Er zieht leicht nach links, es weniger Möglichkeit, ihn auszubremsen. Aber im Normalfall. Oh, der Schneider, woher kommt der? Der Wahnsinn, dass der Topspeed hat. Und der weiß ja gar nicht, was du kommentieren sollst.
reingeht, macht der andere schon wieder rein zum Konter ein. Aber der Topspeed der beiden BMW ist wirklich brachial. Jetzt kommt schon wieder der Konter. Man sieht aber auch, dass der Kursche die Vorderradbremse mehr beansprucht als zum Beispiel der Schneider. Man sieht das am Glühen der Bremsscheibe. Der hat schon auch wirklich stehende Räder, das heißt, der ist jetzt auch schon sehr am Limit. Das heißt, seine Reifen werden jetzt danach auch nach und nach leiden. Man sieht es auch, er muss jetzt doch ein bisschen ziehen lassen. Aber auch ein Kenktis hat zu kämpfen. Vorne wird es langsam interessant. Ja, es ist spät. Vorne, wir wollten auch gerade sagen. Ja, genau. 13. gegen Wilhelm. 13. Und da hinten kommen die anderen auch schon angeflogen, nämlich Wollert. Oh, man sieht auch von GT Hinterachse, unruhig, sehr unruhig. Ja, die Reifen sind scheinbar schon leicht kaputt, so wie der hier herumrutscht. Aber der Fuhrmann scheint ein niedrigeres Auto zu haben, mechanisch mehr Grip. Man sieht, dass der mehr Pumpenschlag hat. Oh, und sehr, sehr nervös, der Quad. Also, der scheint hier nicht so gut zu funktionieren, der Ford GT. Der scheint hier einen höheren Reifenverschleiß durch seinen längeren Radstand am Tag zu legen. Jetzt sagt er sich an. Aber der Topspeed stimmt beim GT, also der ist nicht so schlecht. Wir haben ja vorhin schon vom Munich auch gehört, die fahren beide wohl mit vier Flügel. Beinahe. Ganz knapp. Ja, der Martin wird wahrscheinlich jetzt versuchen, im zweiten Sektor gucken, dass er vielleicht irgendwo in den Fehler treiben kann, weil er da im zweiten Sektor einfach wesentlich mehr Vorteile hat. Weil dann einfach mehr Kurven da sind. Aber man merkt, der Carsten hat trotzdem sehr, sehr gut auf der Bremse. Das ist ein Carsten seine Stärke. Der Carsten schafft es wirklich extrem spät. Die Bremsen auch mit dem Auto wirklich nicht mehr gut liegt. Man sieht, wie die Hinterachse arbeitet. So, und jetzt ist der Manfred vorbei am Christian. Ja, hat die Kraft vorbeigebremst. Das sieht man auch, dass Christian aber vorne kein Problem kriegt. Das ist überrundet, der Ralf Mahl ist überrundet. Da gerade uns ausgesehen. Peter Grau fährt eigentlich gerade relativ allein. 9 Sekunden nach vorne, nach hinten. Knapp 10 sogar auf den Kolbe. Der musste abreißen lassen. Ja. Nice. Aber ich sag immer so, Winter ist ein Eichen. Der wird aber jetzt. Das war ganz enge Kiste zwischen Platz 1 und 2. Jetzt wird's interessant. Henning Wollert und Furchheim. Ich möchte mal bitte auf Platz 3 und 4 schalten. Ja, da gehen wir gleich hin, sobald die ersten, da gehen wir dann hin, wenn alle auf der Geraden sind. Jetzt wird's nicht beinhart. Dennis, der postiert sich. Jetzt ist hier eine böse Heck beim Ford. Hier, der kommt weit nach außen. Kann sich aber vorne halten. Aber Dennis postiert sich jetzt. Er legt sich jetzt Henning zurecht. Jetzt hoffe ich, lange Gerade und jetzt wird es interessant. Jetzt sind beide Kampfgruppen hintereinander. Ja, natürlich, wie hat Speed gefragt, da sind die Audis natürlich sehr gut gewesen und der Ford hatte ja auch eben sehr viel Topspeed. Jetzt ist es interessant, wie gut wieder der Carsten auf der Bremse ist, weil jetzt wird es beinhart. Ja, Hintergrund auch. Hintergrund macht wirklich der Hennings richtig, er macht im Dennis den Weg weit, deswegen musste Dennis am Anfang. Martin bremst an und wieder ganz genau. Der Carsten ist extrem stark auf der Bremse. Das will ich wieder sagen, das Auto ist mehr als nervös, aber er schafft ihn auf der Bremse auszulocken. Aber jetzt hängt er dran. Oh, jetzt bin ich gespannt, die Bremse. Jetzt spielt die Bremse wieder eine Rolle. Das müsste reichen. Oh, eine Berührung. Ja, und Berührung. Und nochmal kommt er, nochmal Berührung. Und er lässt nicht locker. Das gibt's nicht, aber er muss weit gehen, weit. Oh, und jetzt kommt von hinten der Roller schon. So, jetzt ist er vorbei. Jetzt kann der Martin jetzt wegziehen, jetzt Der verbremst sich aus. Wilhelm ist jetzt da ist die Luft raus. Ja, die Reifen lassen nach, Und der Henning hat auch schon ein böses Heck, also der kämpft auch gerade gegen Dennis Burkheim. Ich muss sagen, den Dennis im Rückspiegel zu haben, das ist sehr unangenehm. Ja, sehr unangenehm. So ähnlich wie wenn ich jemanden hinterher im Schnee beim Rennen fahre und dauernd anstupse und sage, hallo, hier bin ich. Ja, so ungefähr. Dennis kommt aber mit der Topspeed her ist er einfach besser. Er hat zwar Probleme jetzt in Kurven, da scheint Dennis sein Auto besser zu liegen. Ja, Dennis fährt da auf jeden Fall mit Krieg, das haben wir im ersten Mal schon gesehen. Auch gerade in der schnellen Kurve hier, man sieht das, hier, der da dran bleibt. Jetzt muss er gucken. Nee, bleibt er muss sich ihn jetzt zurechtlegen, das heißt, er muss jetzt versuchen, so möglichst nah wie möglich in der langsamen Kehre dran zu bleiben. Oh, er versucht es, er zeigt sich. Das war jetzt fast ein Fehler, jetzt ist er zu weit weg.
So, ja, jetzt haben wir Henning auch weit raus, aber da ist auf der Strecke, glaube ich, relativ viel Grip. Jetzt muss man nur hoffen, dass vielleicht, es könnte sein, der Wilhelm, dass der da das Züglein an der Waage ist, dass der jetzt den Roller ein bisschen aufhält. Nee, das wird wahrscheinlich nicht, der Roller hat doch deutlich mehr Topspeed, der kann ja einfach locker nehmen. Schau mal an, wie der da vorbeikommt. Oh, zu spät, aber wir das war viel zu gegen Kolbe auch noch drin. Hat er noch Glück, dass er nicht in die Wand eingeschlagen ist, noch ein Spoilerfall, oder? Hinten wird es wieder interessant zwischen uns und zwei BMW-Fahrern, Schneider und Porsche. Ja, ich bin gerade bei 8. Dennis? Gegen Kempis, oder? Nee, gegen Wilhelm. Genau. Ja. Das überschlägt sich gerade hier einfach. Wir noch gucken, jetzt haben wir die Zeit von 40 Minuten erreicht, wann wo die ersten Stops hier kommen oder die einzigen her. Also ich denke mal, bei den Ports wird jetzt wieder direkt reinkommen. Ralf Mahr in der Box hat keine Front mehr, habe ich gerade festgestellt. Also der Carsten ist schon schwer. Ja, schwer am Driften hier. Ja, der muss sein Auto ordentlich fordern. Petri Kuski auf dem Kurs zu diesem Platz 12, Platz 11 bei Knebel, Platz 10 Stefan Denecke. Und ja, das ist einfach, ja, da hat er gemerkt, er hat keine Chance. Und also, Christian Kengtis geht jetzt in die Box, da eben fehlt der Splitter, da gab es wohl eine Berührung. Auf Platz 9. Der muss jetzt auch im Denik Platz machen, der kann sich damit wehren. Ist aber klar, das wird er jetzt auch nicht versuchen. Halten wir weiter nach vorne. Denecke auf 9, auf 8 ist der Porsche. Da ist wohl komischerweise jetzt ein größeren Abstand zwischen Schneider und Porsche. Da gab es wohl irgendwo einen kleinen Verbremser oder Fehler. Der Carsten Willem fällt jetzt gerade zurück. Ja, ist sogar noch hinter Henning Wollert gefallen. Ja, der hat extreme Probleme. Man sieht einfach, wie unruhig das Fahrzeug beim Anbremsen ist. Ja, für das Team läuft jetzt gerade momentan auch nicht gut. Ja, gut, der Wilhelm liegt zwar noch kräftig in dem Punkten, aber gerade sein Kollege hinten. So, hier haben wir Dominik Wapritz gegen Michael Welle. Auch ziemlich weit hinten, ja. Die sind im direkten Zweikampf um Position 17 und 18. Genau. Ja, seht das richtig? Fällt ihm die Motorhaube? Ja. Wir haben das Rennen schon verloren. Der Dominik hat den Michael jetzt anscheinend schon wieder überholt. Der war hinter ihm. Und stürmt jetzt anscheinend immer mehr nach vorne. Jetzt müssen wir abwarten, ob Michael sich an ihn ranhängen kann. Die da über die Schikane machen kann. Also Michael wird auf jeden Fall länger draußen bleiben können. Michael ist unbeabsichtigterweise auf harten Reifen. Unbeabsichtigterweise, das ist wieder typisch Micha. Nein, wir haben also beide extreme Probleme. Ich weiß nicht, wo es dran liegt. Er hatte vorhin einen Screenshot gemacht, der ist verschwunden. Er hat ihm das falsche Setup geladen im ersten Rennen. In diesem stimmt es also auch nicht wirklich. Hat aber auch schon eine Formel 1 gehabt, das ist ein falsches Setup. Ja. Ah, da fragen wir jetzt schon mal aus, er nervös auf der Hinterachse. Und jetzt kommt der Kengtis vor ihn. Jetzt kommt jetzt auch noch dazu, so eine Truppe. Der Kengtis war ja an der Box und hat sich eine neue Front geholt. Genau. Hat auch mit, denke ich mal, neue Reifen. Also, es ist aber eigentlich, ja, man sieht, es hat aber irgendwo ist das Auto nicht mehr ganz so frisch, weil neue Reifen, neue Front und kann gegen den Fahrer jetzt eigentlich. Ja, die Reifen sind aber noch kalt. Das kann er so Box, das dauert bestimmt eine Runde. Oder so eine halbe Runde. Bis, ne? Ah, eine gute Runde. Aber ja. Der Top Speed vom Ford ist nicht schlecht. Man sieht, Dominik muss sich da strecken, aber er ist jetzt auf der besseren Linie. Sollte vorbeigehen. Tut er auch. Aber kommt ein Konter? Nein. Ja, Michael Wellem ist auf 13. Vorne kommt dann auf Platz 13 Frank Bauer auf 12. Was ist da los? Henning Wollert an der Box. Aber es ist ein Routine-Stop zu sein. Ja, das sind wohl die ersten Routine-Stops, wenn sie mit weichen Reifen unterwegs sind. Auf 9 Kai Knebel. Auf 8 Stefan Denecke, der verkauft sich eigentlich auch ganz gut zum Porsche. Auf Platz Stefan 7. Denecke und der Knebel sind momentan da recht dicht zusammen auf Platz 8. Wie wir da machen denn? Ja, das wird interessant werden. Der BMW ist ja in einem Top-Speed. Gucken, wie der Porsche hier abgestimmt ist. Er zeigt sich mal im Rückspiegel. Ja, kommt dran, ja. Ja. Gute Linie. Wenn er jetzt Bremspunkt drückt, kommt er vorbei. Da ist aber doch der BMW extrem stark. Und ich sehe, da hat er da Stefan Denecke in den Anker wesentlich früher.
Einfach nicht vergessen, der Stefan ist ein Fahrer, der definitiv zu Werke geht. Das ist wohl wahr, der ist da eher konservativer. Aber es sammelt sich dadurch auch manchmal wirklich gute Punkte. Ja, Platz Bursche wert eigentlich ziemlich allein, so 3 Sekunden, 3,6 Sekunden auf Schneider, 4 Sekunden auf Kai Knebel, der immer ein bisschen näher kommt, minimal. Dennis holt gerade ordentlich auf den Martin Fummel vorne raus, noch 1,5 Sekunden, 1,3 noch. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der Henning Wollert danach wieder auf Speed kommt, nach seinem Boxenstopp, weil das ist ja dann irgendwo ein direkter Kampf mit den vorderen 3-4 Fahrern. Weil der ist jetzt ja eigentlich als erster aus der Kampfgruppe in die Box. Da die Frage, wie schnell er die Reifen auf Temperatur bekommt und auch die Rundenseiten dann passen. Wenn er dann halt schneller fahren kann, das ist jetzt die zwei da vorne mit ihren gebrauchten Reifen. Macht die Zeit gut, aber wenn er im Verkehr steckt, ich schau mal, wo der Henning sich jetzt gerade befindet. Aber wenn er nach 20 Minuten im Rad wechselt, dann hat er einen sensationellen Seil, das heißt, er geht auf zwei Stops. Ja, das stimmt. Aber der geht gerade ans Limit, sehe ich. Hart ans Limit, also ich würde nicht sagen, da muss die Rennleitung wohl nach dem Rennen wird das ein oder andere Mal. Also jetzt mal eine Frage, also eine 55er Zeit wird wohl doch ein weicher Satz sein, oder? Ich gehe davon aus, dass der weich unterwegs ist, ja. Also da vorne fährt jeder, also da vorne ist bis jetzt jeder eine 54 oder sogar eine 55 gefahren. Das müsste weich sein. Ja, und wenn du dagegen einen Michael Welle siehst, der fährt mit einer 56,9 durch die Gegend mit harten Reifen, dann fahren die definitiv mit weich. Ja. Eventuell noch mit den Mediums, aber glaube ich nicht. Nee, das Wenige war jetzt auch ein Box. Wenige hat sich dann erst mit Fußstand erfüllt. Platz 13 liegen, kommt dann zurück auf die Strecke. Hat die Boxenlinie beachtet. Ich muss sagen, da hat, denke ich mal, die Rennleitung speziell hier nach einiger Arbeit, weil hier einige Fahrer doch auch sehr hart ans Limit gehen, was die Strecken selber angeht. Hat auch der Hase schon angesprochen, dass das ziemlich genau geäugt wird. Was lag denn da auf der Strecke? Das sah irgendwie nach einem Frontspieler aus, den da der Martin mal voll abgeräumt hat. Nee, ist das Auto da geschädigt? Nein, also sein Auto scheint okay zu sein. Die größte Sorge hat man da um die Reifen. Also mein Böschchen zeigt mal an, dass der Dominik jetzt in die Box fährt. Ja, das sah auch sehr danach Dominik aus, hat schon wieder das Splitter verloren, Leute. Das war nämlich auch... Ja, das war vom Gas hier. Ja. Das sah nämlich auch sehr nach... Der steht auch im Vorderachse, der kann fast nicht einlenken. Das wirkt dann jetzt Dominik, weil er die Strecke abkürzt. Dominik, den gleichen Fehler wie der Carsten Wilhelm. Nein. Es ist gefährlich, wenn man dann meint, man macht es eigentlich richtig und macht den anderen Platz und kürzt an der Stelle ab, gibt es nicht Stop and Go. Ja, man muss ja sehr stark vom Gas gehen, sonst... Weil den Fehler hat im Sprintrennen da oder Carsten Wilhelm gemacht und beim Dominik ist das gleiche passiert. Also Abu Dhabi wird kein Pflaster sein für Dominik. Nein, das war schon der Vorbein so. Ja, genau. Oder da recht wenig dafür konnte. Aber nein. Ja, da vorne ist jetzt gerade mal richtig spannend, nur noch 4 Zehntel. Wer ist denn da eigentlich auf Platz 3? Hat der ja Gegenhalbe, der da auch nochmal ordentlich mitmischt. Innerhalb von einer Sekunde die ersten drei. Der ist schon nicht rangekommen, der Jörg. Also der war gerade vorhin weiter weg. Ja, und der Peter Grau kommt jetzt auch ordentlich, weil der ist jetzt auch die ganze Zeit schnell. Er hat zwar noch 14 Sekunden Rückstand, aber er kommt näher. Der Sport hat er hier verloren, jetzt kommt näher. Jetzt kommt wieder Peter rein. Ich sag Peter, du bist ein Bader, der nimmt zwischendrin das Gas raus und auf einmal kommt der nochmal. Ah, der da wieder. So. Oh, Dominik wird jetzt gerade versucht. Degenkolbe versucht, sich im Dennis Rückspiegel groß zu machen, aber die fahren wirklich auf jetzt, ich sag mal, mehr Strecke. Nach innen! Er geht er vorbei? Anja, Dennis hat ja selten Ja, und Dennis versucht's an Fuhrmann. Geht, fährt vorbei und Degenkolbe will auch noch, zeigt auch noch seine Front. Und jetzt dreht den Taschner weg. Degenkolbe. Wir haben jetzt natürlich auch die drei vorne, die auch schon vorne war. Da macht der Martin gleich nochmal Lichthupe. Ja, und genau, zeigt, sagt dass er nicht einverstanden war. Zeigen wir der Hände. Ich möchte nicht den Rennfahrer, das ist ein komplettes Ding haben.
Aber der Jörg, der macht gut auf dem Fulltime, das wirst du sehen. Der ist gut drauf, der Junge. Aber die fahren wirklich hart. Ich muss sagen, eigentlich als Außenstehender, ich will sehen, wie die eine Strecke ausnutzen. Ich glaube, da lerne ich noch einiges dazu. Und du darfst nicht vergessen, wir sind ungefähr fast eine halbe Stunde schon auf den Reifen. Also, das ist schon ganz ordentlich, was die da zusammenbringen. Der halt nur die spitzen Strecke wirklich extrem aus. Da kann man wohl mit den GTs richtig über die Curbs drüber. Weil ich weiß halt, wie mit der Formel 1 hier fährt, da... Oh, Danny Such, ein Fehler! Nee, das war... Der hat Dennis überrundet. Ja, genau, und dann hatte Dennis, hat dann wohl Volt vorbei und der hat ihm nicht Platz gemacht. Und der Set fast dazu geführt, dass der Degenkolbe vorbeigeht, aber Degenkolbe hat ein Fuchsstoppsymbol drin, das heißt, er wird gleich einen Fuchs abgeben. Ja, und wir haben noch einen Ausfallsvermelden, nämlich der Ralf Marc, hier mit DNF. Ich sehe aber gerade, muss aber den Kolbe aufpassen, dass beim Boxenstopp, dass er keine Reparatur drauf kriegt, weil der, wenn man dieses Auto mal vorne anschauen, Jörg auf Platz 2, vorne auf der Fahrerseite, ziemlich eingedellt. Aber er ist nicht in der Box, also er ist weitergefahren. Ja, aber es ist halt das Boxensymbol angezeigt. Ja. Das heißt immer also, dass dann irgendwie ein Defekt vorliegt. Nee, das kann auch sein, dass er der Sprit, die Rundenberechnung vom Sprit nicht ganz stimmt. Und der Martin das immer. Ja. Aber ich merke, jetzt muss halt Regenkolbe ein bisschen ziehen lassen. Also vorne auf der Fahrerseite ist der BMW nicht mehr astrein. Also das ist gewiss gelb. Oh, und dreht sich fast beim Anbremsen. Hui, hui. Das läuft mit dem Namen für Dennis. Ja, ein langer Bremsstopp. Aber ich muss sagen, an Peter Grau muss ich recht geben, der fährt momentan gut. Also ist zwar vielleicht langsamer als der Vergleich zum anderen. Bin ich ganz sicher, stimmt der Teamname da? Sehe ich das gerade richtig bei Martin? Nein, das stimmt nicht so ganz. Die Teamnamen werden manchmal falsch angezeigt. Martin Fuhrmann kommt wieder auf die Strecke, Boxenlinie hat er beachtet. Ach gut. Wohl, ja. Hat jetzt frische Reifen drauf. Oh, kommt hier den Teamkollegen von der Degenkolbe raus und den Christian Kocik, den Ersatzfahrer. Jetzt ist es wichtig, dass er an ihm vorbeikommt und wirklich seine Reifen ruiniert und gleich mal den neuen Satz auskostet. Ja, das sollte aber kein großes Problem darstellen. Ja, aber der BMW von Kolsche und auch von Degenkolbe ist auf dem Graben nicht schlecht, aber Fuhrmann, kommt ran. Jetzt anbremsen, jetzt ist es wichtiger. Sind die Reifen warm genug? Wird spät ein Anker. Oh, au. Gut gemacht, würde ich sagen. Gut gemacht. Noch mal höher. Waren auch beide wirklich fair dran, ne? Da muss ich sagen auch, Hasso ist glaube ich hier noch anwesend, der gehört auch zu den Fahrern, mit denen kann man wirklich auch mit auf Tuchfüllung fahren und es kommen beide durch die Kurve. Ja, da war ja eine. Aber man sieht hier, dass viele Fahrer speziell die Bremsbalance auf die Vorderachse haben und das kann ich hier auch verstehen, das sind ziemlich dicke Geraden. Das ist eine Stop-and-Go und kann man sich das gerne leisten, hier mehr auf die Vorderachse zu gehen, weil man dann wesentlich später auf die Bremse kann. Ja, aber hier ist wieder Grau in der Box. Schau mal kurz auf Platz 13. Ah, der Dieter Himmel ist gerade ein zurückgefallen. Hatte gerade mit dem Frank Bauer gekämpft. Gehen wir auf Platz 15. Der Himmel war jetzt in der Box. Ah, in der Box, alles klar. Meier fährt gerade aus der Box heraus auf Platz 14. Frank Bauer auf Platz 13. Der scheint aber auch bald in den Box zu müssen. Ich glaube, der ist auch gerade aus der Box gekommen. Michael Welle jetzt schon auf Platz 12 vor. Also mit dem Doppelpunkt zu rechnen. Und der ist gerade im Zweikampf. Das ist der Kang diesmal wieder. Also, ja, hat man Reifen. Also jetzt kommt die zu tragen. Schau mal an. Ja, der geht ran. Der kommt. Und Micha, komm, mach. Er lässt noch nicht sein. Aber er hat's richtig gemacht. Er versucht jetzt danach in dem Bereich dran zu bleiben. Aber man kann nicht beim Rausbesteuern, weil Micha ein bisschen Wildspin. Der Fest ist bei mich aber normal. Ich weiß, immer früh aufs Gas. Aber die Distanz gesehen wird der Herr Welle vielleicht doch das ein oder andere. Petri Koste der Box. Wollert muss auch irgendwie mit dem Fehler drin gehabt haben. Der ist jetzt gar nicht zurückgefallen. Die letzte Runde war eine 207. Ist mittlerweile nur auf Platz 15. Fuhrmann kämpft sich wieder an Eider ran, der Prozentweise ran. Degenkolbe auf Platz 2. Hat jetzt Dennis ein bisschen ziehen lassen müssen, aber Dennis meint ein paar Sachen. Ah, der fährt in die Box. Herr Fürheim fährt in die Box und hinten dran Degenkolbe.
Es gibt ein Boxenduell. Boah, und Degen Kolbe hat es richtig gemacht. Er hat wirklich die Boxen einfach genutzt bis aufs Letzte. Ist noch richtig nah rangefahren. Weg gebremst. Volles Risiko. Jetzt sind die Standzeiten, sind müssen wir jetzt beachten. Ich habe so das Gefühl gehabt, der Hinkies hat sich besser positioniert. Oh, und der Hinkies hat sich echt verbremst und Michael Welle ist vorbei. Und Degen Kolbe auch früher abgefertigt. Fährt Degen Kolbe früher los? Beide stehen noch. Die Kolbe wurde früher abgesetzt, ist die Frage, hat er eine Reparatur ausgestellt? Oh. Ja, nur knappe Sekunde zwischen den beiden gerade. Ja. Weil der Degenkolbe hat sich sehr spät versucht zu kontern, aber... Beide stehen sehr lang, also Dürrheim und Degenkolbe stehen extrem lang. Degenkolbe wieder raus, als Dürrheim in der Box! Platz 3 und 2 und geht in der Box vorbei an Dürrheim! Oh, und ganz überraschend. Und Martin Fuhrmann in Führung. Martin Fuhrmann vor den beiden. Ja, da hat sich jetzt, der Frühstopp gelohnt. Boxenausfahrt, Boxenlinie beachten. Boah, das war knapp von Degen Kolbe. Hat die Linie schon leicht. Und Dürrheim gleich dran. Jetzt wird's interessant. Jetzt ist wieder Sandwich, Kohlsche, Degen Kolbe, Dürrheim auf Platz 2, 3 und 4. Und Degen Kolbe hat Dürrheim in der Box überholt. Die haben beide extrem lange Standzeit gehabt und Dürrheim wohl eine längere Standzeit. Ich weiß nicht. Am meisten gewonnen hat jetzt der Martin Fuhrmann, der ist ungefähr 10 Sekunden wird angezeigt. Und Degen Kolbe, ich weiß nicht, wie Kollege, macht er Platz? Wahrscheinlich schon. Jetzt muss er Dürrheim abschirmen. Jetzt ist es die Aufgabe von Kohlsche, den Dürrheim abzuschirmen. Er muss ihn so lange wie möglich aufhalten. Jo, und Mindy macht schon mehr ordentlich Speed raus. So, jetzt wird zeigen, ob Dürrheim jetzt auf der Geraden auch an Kohlsche vorbeigehen kann. Aber ich sag mal so, das haben sie jetzt gut gelöst, so den Puffer reinzudrücken zwischen Dürrheim und Degenkolbe. Aber ich habe mir wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Überholt der Degenkolbe den Dürrheim in der Box. Und. Oh. Dennis hat sich gedacht, da lasse ich mich nicht aufhalten. Dennis, vorbei. Ja, ist vorbei an Bursche. Hartes Manöver, aber der Dürrheim, ja, hat wirklich einen komfortablen Vorsprung. Man darf nicht vergessen, Dürrheim war ja auch an der Box. Das ist richtig, ein ordentlich Beispiel gemacht. Also ist den beiden jetzt haben wir eben die beiden Kollegen gemacht, sind lang gestanden, extrem lang in der Box. Oh, Berührung mit der Bande bei Fuhrmann. Hui. Hat es ein bisschen Lackaustausch gegeben mit der Begrenzung. Wirklich am Limit. Ja, zum einen hat er halt ein bisschen weniger gestanden, zum anderen war er halt die Runde früher drin und... Aber er wurde sich eine überrundet. Ist. Ja, Meier vorbei. Und die eine Runde, die er danach gefahren ist, war halt um einiges schneller als die von den anderen, die halt auf den Das ist nur die Reifen Frage, was die halt eine Strategie gehen, Jörg. Es kann halt sein, die beiden hinter ihm haben ein bisschen... Geht keiner mehr in Box. Weil warum sind die so lang gestanden? Oh, Degenkolbe kriegt arge Probleme. Dürrheim hängt an Degenkolbe. Platz 2 und 3. Kann natürlich sein, dass beide vergessen haben, den Schaden auszustellen, dass er repariert und nur Martin dran gedacht hat. Oh, Dürrheim schafft das gerade ziemlich stark, aber der wavet sich komisch. Der ist ziemlich unruhig. Nee, aber gerade kommt da nicht ran. Also Topspeed ist der BMW deutlich besser. Mir fällt auch beim Dennis an, das Auto auf der Gerade so unruhig. Der hat nur einen kleinen Schwenk getan. Das müsst ihr mal beobachten. Der Bremser sich hier ein bisschen ran. Ui, das war aber wirklich auf der letzten Rille. Die Bremsscheiben glühen direkt. Ja. Später hätte er nicht mehr angesetzt. Die glühen jetzt immer noch. War ein sehr hartes Bremsmanöver, aber bringt ihn in eine gute Position. Weil wo er es probieren kann, ist in schnellen Kurven. Weil auf der Geraden hat er einer nicht die Chance. Er muss ihn jetzt in den Dähler treiben. Na, wenn Martin abfangen will, dann muss er wirklich schnell versuchen, an den Jörg jetzt vorbeizukommen. Obwohl der Fuhrmann, wie es aussieht, auch jetzt nicht wirklich wegfahren kann mehr. Klar, es sind 13 Sekunden, das ist ein gutes Vorstand, aber er baut es auch nicht mehr, obwohl, jetzt wird es mehr, jetzt wird es fast 14.
mal wegen der Streckenpassage ein bisschen verzerrt das Ganze. Aber Dennis versucht alles. Der muss wirklich in den schnellen Kurven den Degenkolben umsetzen. Jetzt kommt's, jetzt probiert das. Oh. Ist in einer guten Linie eigentlich, aber ja. Ja, da hat der Jörg vorhin beim Peter Grau auch schon mal zugemacht. Das war eine ähnliche Situation. Da weiß der Jörg schon ganz gut, wie er sich verteidigt. Ja, genau. Jetzt wird wieder interessant, ob der Dennis... Aber schau mal, Dennis, der Fahrzeug, der fängt an, immer so an, so komisch zu schwänzen. Siehst du das? Ja, man sieht manchmal so aus, als wenn er kurz rauszucken will, dann doch wieder nicht. Und es geht immer hin und her bei ihm. Jetzt da. Oh. Da weiß ich genau, was ich tun soll. Boah, das hat's erwischen. Da sehen wir, was hinten so im Feld ist. Peter Grau auf einsamer Fahrt auf Platz 4. Hat nach hinten 15 Sekunden, nach vorne knapp 10. 9, knapp über 9 auf dem Pürheim. Können wir auf PC mal schauen? Ja. In der Welle in der Box. Denen hier auch in der Box. Okay. Ja, beide stehen in Box. Es gibt wieder einen Boxenkampf. Wer früher rausfährt, Welle oder Denige? Welle gibt schon ein bisschen Rätsel. Der will los. So, und Denige geht vorbei in der Box. Fährt den Herrn Welle noch rasch beim Rausfahren auch auf die Kiste, aber Welle steht immer noch. Warum steht denn der? Furchtbar jetzt in ganz eng in die Kiste. Aber den kommt nicht oder nicht Welle steht immer noch, hat einen sehr langen Stopp, der steht immer noch. Ja, der ist aber immer eine gute Schale. Oh, da läuft's auch nicht. Ralf Mahr hat aufgegeben. Ja, schon vor einigen Runden. Ja, aber das ist hier in so einem Zweikampf wirklich sehr, sehr schön, wenn da noch einer so ein Überrunder sich vor dir wegtritt, dann, ja. Wir hatten ja gerade vorhin schon einen Schreckmoment mit dem Dennis, wo vor ihm ja auch einer war, also mit Dart und einem Ferrari. So, jetzt ist er neben. Und geht vorbei, geht vor Bremsspiel. Ja, sehr gut. Aber jetzt kann Jörg wieder sofort kontern, weil er mehr Topspeed hat. Welle lang gestanden, aber kommt gleich wieder an Degenkolbe hinten ran. Dennis versucht jetzt möglichst Abstand auf der Geraden zwischen sich und den Jörg zu bringen. Wechselt auch gleich die Linie. Zweimal. Einmal zu viel. Versucht ihm natürlich den Windschatten da ein bisschen zu nehmen, dass er möglichst nicht rankommt. Dennis hat es doch erstmal geschafft. Nee, Dominik sucht sich an Pink. Ist auf 8. Dominik geht vorbei, also ist nichts mehr. Ein kavalierten Fahrzeug. Henning Wollert muss auch endlich lassen. Da hängt er unter Frank Bauer hinten dran. Ist auch nur noch knapp 1,8 Sekunden. Beim Starten, Rennbeginn, der Henning muss stark nachlassen. Schaut gerade mal hinten selten rein, was sich da so entwickelt. Ja, jetzt gibt's wieder ein Überrundungsmanöver vom Dennis gegen den Peter. Peter Rikoski. Der Aston ist eine Runde ja nach zurück. Sieht, dass der Dennis schnell dran vorbeikommt. Der Peter macht auch Platz machen. Das wollte ich gerade anzeigen, aber er hat gerade Platz gemacht, schon zu brav eigentlich. Peter hat auch gerade noch zu gehen. Boah, der Meier, der ist auf der Geraden verstehen geblieben. Was macht denn der Junge da? Das war eine ganz enge Kiste, ja. Das kann auch aber mal böse ins Auge gehen. Das sind Schreckmomente, die brauchen wir gerade, wenn man da vorne um jede Sekunde kämpft. Es sind so Dinge, die haben hier alle schon festgestellt. Es gibt wirklich Fahrer, die kriegen dann so Angst und denken, die meinen es zwar gut, aber die nehmen halt Gas direkt auf der Geraden raus, direkt vor dir. Anstatt sie dir halt normal Platz machen, von der Ideallinie gehen die auf der Ideallinie auf die Bremse, um dir Platz zu machen. So, jetzt haben wir hier den Frank Bauer gegen Dieter Himmel. Ja. Oh, die kennen dich ja auch. Die beiden. Ja. Das sind zwei gute alte Bekannte, wenn ich das sagen darf. Oh, Dieter Himmel. Der zeigt sich. Ja, mein Aston, der ist schneller als dein Auto. Ja, der Aston zieht ja in der Corvette vorbei. Britische Wertarbeit gegen Amerikaner, ne? Und doch das zweier Meister, der Frank Bauer, ehemaliger Meister in der SRF,
F1. Der Dieter Himmel, sozusagen. Geht mal jemand mit auf Platz 14, 15, da gibt's gerade einen harten Kampf zwischen Meyer, Welle und Petrikowski. Ja, aber Achtung, ich muss sagen, für euch in der Rennkommission wird's eine harte Arbeit werden. Ich habe jetzt hier auch im Hauptrennen einige beobachtet, auch im vorderen Feld, die wirklich auch gerade die Schikanen, wie ich jetzt gerade bei Meyer sehe, oder auch, egal in welchem Bereich im Feld, geradewegs eigentlich die Kurve komplett abkürzen. Ja, Da hat der Michael. Da hat der Michael richtig gesagt. Aber der Peter auch. Der ist auch geschossen. Doch. Peter Grau. Ja, der musste so hinten jetzt abkürzen. Der hat einen anderen Hilfe gehabt, weil sonst hätte er eine Berührung mit Meyer gehabt. Aber Peter hatte jetzt auch richtig Glück, der Peter Koski. Weil der hätte fast genommen einen Meyer abgeräumt. Ah, das beim, schauen wir mal, Micha ist ja im Auto, da sind ein paar Dellen drin. Also auf der Beifahrertür ist eine schöne Delle drin. So, hier haben wir Carsten Wilhelm gegen Manfred Schneider. Dieter Himmel bleibt den, Dieter Himmel, Ende. Das ist, hat aufgegeben. Wohl irgendwie Motorschaden oder keine Ahnung, jedenfalls stehen geblieben. Leider auch aus dem Rennen. Ja. Boah, und der Ford GT geht hier wieder über die Curbs. Boah. Also der ist da sehr hart unterwegs. Muss sagen, oh, und dreht sich! Dreht sich weg. Das war's. Das war's eindeutig. Und dreht sich gleich nochmal. Eieiei. Ja, also ich sag mal, der Ford liegt hier alles andere als gut. Ja, jetzt die Konzentration noch scheinbar komplett weg. Jetzt kommt der nächste BMW auch noch. Ja, und mal vorne so um 1,5 Sekunden Schnitt an den Martin ran, das boah, weiß nicht. Gegessen, was haben wir denn Zeit? Für eine Stunde sind wir so noch 8-9 Runden. Das wird knapp. Das könnte sich ganz knapp. Was hat denn vielleicht dein Eindruck so, wenn du zudenkst und zuschaust, wie sie die Strecke so ausnutzen unsere Ware? Manche schon hart am Limit, oder? Ja, ich würde sagen, da sind einige sogar etwas über dem Limit drüber. Ich habe vorhin schon eine Verwarnung ausgesprochen, da hatte ich einen Fahrer da mal kurz bei uns im Channel und da habe ich schon mal direkt eine Verwarnung losgelassen. Also ich muss sagen, egal wie ich halt ins Feld schaue, fällt mir halt auf, dass manche hart am Limit sind. Er fährt wieder hart um die Curbs, er springt richtig, also... Ja, diese Curbs sind auch sehr gefährlich. Die sehen aus, als wenn die sehr flach werden und wenn du dann drüber gehst, dann versetzt es dich. Also das ist schon heftig. Wir sind die Kurven hier wirklich so gefahren, dass teilweise ich so das Gefühl habe, die lassen regelrecht die Schikane aus. Fahren die Kurve richtig, die schneiden die regelrecht. Ja, die musst du schneiden, ansonsten kommst du nicht auf Zeit. Ja klar, aber ich muss halt auch gefallen, dass manche dann halt beim Schneiden mit allen vier Rädern bei Schritt von der Strecke sind. Naja, ja, das werden wir uns ansehen. Da hat ja eigentlich mal gesagt, dass ja zwei Räder zumindest noch auf der normalen Strecke sein müssten. Und dann sehe ich halt, dass alle vier Räder dann nicht mehr auf der Strecke sind. Ja, und ich hau jetzt erstmal ab. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Kommentieren. Dankeschön. Immer einen schönen Abend. Ja, einen schönen Dank für dir. Danke ebenso, ja. Ich hoffe, wir hören uns die Tage. Okay. Schönen Abend. Ciao, ciao. Mach's gut. Jo, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Jetzt haben wir hier wieder ein Umrundungsmanöver. Dennis Hürfheim auf Platz 2 liegend, muss jetzt schnell am Nemetschek vorbei. Jetzt wird er auch Platz machen, aber der macht, jetzt hat es gemerkt, dass er den Platz machen sollte. Ja, Dennis ist nicht locker, also es pendelt sich momentan so um 10-11 Sekunden ein, aber es waren auch schon 13-14. Ist die Frage, wie der Martin da vorne mit Reifen umgeht, wie Dennis seine Reifen nach hinten draußen sind. Man darf nicht vergessen, der Martin war früher an der Box als der Dennis. Das könnte genau das, was ich sagen kann. Dennis aufschlagen. Ja, Dennis attackiert das natürlich auch sehr, während Martin da vorne natürlich jetzt auch gucken kann, ob er von den Seiten her die Reifen etwas schonen kann. Und da vorne gibt es einen Kampf zwischen Denik und Bauer, wo gleich wahrscheinlich Dennis ein bisschen eingreifen muss, weil er da an den beiden vorbei muss. Knapp hintereinander, Denik und Bauer. Ich weiß nicht, ob man da mal umschalten kann. Bis auf. Oder. Schön. Richtig eng. Ja. Da hat es vielleicht eine Porsche. Porsche hat Platz gemacht, ja. Ich merke, der Dennis kommt da von hinten an, jetzt ist so ein bisschen die Luft raus an dem Zweikampf.
Was macht der Bauer da? Der Bauer geht von der Ideallinie, nimmt ein bisschen Speed raus, muss natürlich jetzt aufpassen, dass er nicht zu sehr Speed rausnimmt und dadurch ist noch den nächsten Platz. Nee, wir kommen näher. Mir fällt halt nur auf, also ich meine nicht, Hasso, du hast ja das Briefing ja halt auch geleitet. Wenn ich halt sehe, ich weiß es noch selber aus meiner eigenen Zeit, dass ja eigentlich zwei Räder auf der normalen Strecke sein müssten. Und mir fällt auf, dass hier viele Fahrer vom Stand mit allen vier Rädern von der Strecke sind. Es sind zwar nur zwei Räder auf dem Curb. Ja, das darfst du machen. Wenn zwei Räder auf dem Curb sind, ist es okay. Wie hier zum Beispiel. Ja, also okay, zwei genau, Räder hier, sind immer auf dem Curb. Ja. Und so soll es eigentlich sein. Anders darf es nicht sein. Aber ich habe halt schon gesehen, Räder, nur denn von der Strecke sind. Ja. Dann. Aber es ist mir aber auch schon aufgefallen, so eng, dass es ein paar gemacht haben. Also die sind regelrecht auf den Raum gefahren. Gerade so ein paar Fahrer, die mir da vorhin aufgefallen sind, die haben da schwer dazu geneigt. Ah, ich sehe gerade, Stefan Wenige steht drauf für Fritz. Ich sage, ich sollte das System einsetzen. Wohl eher nicht. Ja. Ja, der treibt es auch nicht nach außen. Aber an der Stelle darf man der sogar fast sparen, da heißt du sogar mit dem Formel 1 Auto ziemlich am Limit. Muss natürlich immer aufpassen, weil die Curbs stehen natürlich auch etwas hoch, dass wenn du zu wild drüber räuberst, hebelst dich da auch. Also ich hab mir gerade vorhin gesagt, also mit dem Formel 1 Auto kannst du hier die Linie der GTs nicht fahren. Also das ist eindeutig nicht so, weil da hebelst die Regenwelt aus. Das sind die GTs hier wirklich nicht nötig. Naja. Boah, aber ich sag im Vergleich so zu unter GRL Formel 1. Jetzt lässt er ihn vorbei, also bremst, hat früher gebremst und muss vermelden, Fulheim macht Druck auf Fuhrmann. Ah, nur noch 8 Sekunden, 8,8. Und es sind immerhin noch jetzt knapp unter 10 Minuten. Wenn er so weitermacht, ist er noch kurz vor Rennschluss dran. Extrem pushen. Ja, man kann es extrem pushen. Dennis fährt die letzte Runde war eine 53,2 und Fuhrmann eine 54,9. Also, da kommt es zu tragen, was auch der Roland schon erwähnt hat. Es ist einfach so, der Fuhrmann war doch ein paar Runden früher an der Box. Naja, er hat sich die Führung geholt durch den frühen Boxenstopp, weil er mit frischen Rädern natürlich bedeutend bessere Zeiten vorfahren konnte. Hier siehst du, wie es da in 7 Sekunden jetzt auf Startziel nur noch. Ja, ich würde den Martin noch nicht unterschätzen, denn er kann das von vorne ein bisschen kontrollieren. Ja. Er kann seine Reifen einteilen. Er weiß, dass der Dennis natürlich sehr schnell ist und wird natürlich dementsprechend auch gucken, dass er seine Reifen ein bisschen beisammen hält und den Abstand nicht jetzt einfach nur schrumpfen lässt, sondern auch guckt, dass er dann zu gegebener Zeit wieder ein bisschen mehr Gas geben kann. Das ist wohl wahr. Also ich denke, der Martin, dann, wenn der Dennis wirklich rankommt und bis ganz tief an ihm dran ist, dann hat er gute Chancen, wenn durch das Mehr an Flügel, was der Martin fährt, der Dennis dann gute Überholchancen. Also da muss er auch trotzdem ein bisschen aufpassen. Eins muss ich sagen, wenn der Dennis sieht ihn aber schon, ne? Ja. Das heizt noch mehr an. Muss aber auch noch sagen, wir sollten auch mal Peter Grau hier erwähnen, weil immerhin fährt er hier so grundsolide auf Platz 4. Mal ganz unauffällig. Man sieht da auch ein Bild. Man sieht nach jetzt sehr auf jeden Fall. Hinten viel Platz auf dem Manfred Schneider, also... Wenn wir kurz mal auf den beiden können, dann werden wir gleich sehen, wie der Peter allgemein fährt. Gerade hier in so langen Streckenrennen, kann man ja sagen, weil es ist jetzt ja länger als 20 Minuten, es ist ein Stundenrennen. Du wirst sehen, wie der beim Anbremsen und beim Einlenken agiert, der fährt sehr rund. Du hörst das auch schon beim Runterschalten. Sehr behutsam am Gas. Ja, du siehst auch, dass der Audi nicht wirklich... wo der kann über die Curbs gehen und der springt nicht so viel. Das heißt, der ist gleich wieder nicht auf der Strecke. Und der Vorderachse weich abgestimmt, dass der Hinterachse hart. Das ist ganz spannend. So hatte ich mein Auto ja auch am Tisch.
Du siehst aber halt, er fährt halt sehr konstant eine Runde, der Peter. Das ist wie ein Uhrwerk. Ich muss ihn da wirklich loben, weil der fährt wirklich teilweise Rennen, wo seine Runden zeigen, wirklich minimalste Abstände haben. Der gehört jetzt hier zwar nicht nur den schnellsten, aber er hat sich immerhin auf Platz 4 vorgefahren und das ist jetzt wirklich nicht schlecht. Er hat gut Abstand. Nach